Hallo, da bin ich wieder. Heute mal mit einem kleinen Infovideo, weil es so ein paar Sachen gibt, die ich euch gerne sagen wollte und ihr euch vielleicht ja auch gefragt habt. Oh, es gab ja gar kein Quiz am Sonntag. Ja, ups. Das ist irgendwie ein bisschen, wie sagen wir es am besten, ausgeufert. Ich bin ein bisschen durchgedreht auf Steam. Ich habe ein bisschen viel eingekauft, ich war etwas viel shoppen und eigentlich war ich das meiste für euch shoppen. Ja, ich hatte ja gesagt, es gibt eine Steam-Verlosung und es gab dummerweise den Herbst-Sale auf Steam. Da war total viel im Angebot und da habe ich halt richtig viele Spiele gekauft und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das Quiz einfach auf die nächste Woche verschiebe. Also das heißt, es wird erst am Sonntag kommen, das neue Quiz. Naja, ich werde auf jeden Fall ein neues Quiz, denke ich mal, dazu drehen müssen, weil ich glaube, ich habe nicht mehr so viel vorrätig, was ich noch nehmen kann aus dem Urlaub. Und das, was ich eigentlich gedacht habe, das passt nicht so gut. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht benutzen. Aber es gibt dann eben ein anderes Quiz, ein neues Quiz. Und dann werde ich halt die ganzen Steam-Spiele euch vorstellen, die ich da geholt habe. Also die ganzen Keys, die habe ich natürlich schon gekauft. Ich habe mich auch alle selber gekauft. Ich mache gar keine Werbung für Steam. Ich finde, die könnten mich mal unterstützen. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Naja, aber es ist natürlich Vorrat für die ganzen anderen Verlosungen, die dann später auch nochmal folgen werden. Das heißt, also ihr seht, ich plane schon ein bisschen weiter voraus, dass ich natürlich mehr von solchen Aktionen auch noch weitermachen möchte. Und ich hatte mir überlegt, dadurch, dass es ja letzte Woche keine Verlosung gab, also kein Quiz, jetzt vorgestern, das ist heute Mittwoch, genau, am Sonntag auf jeden Fall gab es ja kein Quiz. Und dafür möchte ich gerne eine Weihnachtsverlosung machen. Die wird dann an dem Sonntag, ich glaube, das ist dann der 20., wenn ich mich nicht irre. Ihr müsst dann auf jeden Fall ein bisschen aktiv gucken. Also ich glaube, es ist dann der 20. Das würde nämlich auch ganz gut passen, das ist ja vor Weihnachten, dass ich dann eine Weihnachtsverlosung mache, wo ihr wahrscheinlich gar nichts richtig beantworten müsst, sondern wo ihr einfach nur schreiben könnt, dass ihr dann teilnehmen wollt. Das sage ich aber dann in dem Video, wenn ich das hochladen werde. Und dann, ja, habe ich auf jeden Fall ein bisschen was zur Auswahl, was ich verlosen kann. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, dann bekommt ihr vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk von mir. Schauen wir mal. Puh, jetzt habe ich meinen blöden Zettel hier hochgehalten. Ja, ich habe hier ein paar Sachen auf dem Zettel, weil ich euch natürlich ein paar Punkte irgendwie sagen wollte. Ich dachte schon, ich mache jetzt mal ein Infovideo und ein allgemeines Vlog-Fragevideo. Da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen so als Hilfslinie was, weil ich vergesse ja immer alles. Ich bin ja immer so schusselig. Ja, okay, was ist der nächste Punkt? Ende des Jahres habe ich auf jeden Fall noch geplant, dass ich ein Video mache zum Thema mein Jahr 2015 mit YouTube. Das fand ich ganz süß, die Idee, die hatte Matt mir geschrieben. Hallo Matt. Ach so, ja, hallo Crunchy, den sollte ich nämlich auch grüßen. Ich habe keine Ahnung warum, aber hallo, hallo Crunchy. Ja, es wird ein Video dann dazu geben, in dem es halt darum geht, einfach nur, was habe ich gemacht in YouTube 2015, was waren meine Eindrücke irgendwie, ich weiß nicht, ihr könnt mir super gerne Fragen stellen, falls ihr was dazu wissen wollt, irgendwie zu mein Jahr mit YouTube 2015, könnt ihr das jetzt stellen, weil dann kann ich das ja alles noch mit reinnehmen. Und Matt meinte halt, ich könnte ganz gut auch irgendwelche Statistiken vielleicht verwursten und dass es dann eben nicht so langweilig ist. Ja, Statistik muss ja nicht langweilig sein, einfach nur was ist zum Beispiel das beliebteste Video, das meist kommentierteste, das meist geklickteste oder so oder irgendwie, ja, sowas in der Art. Und dann kann ich mir ein paar gute Sachen überlegen. Ich freue mich immer, wenn es ein paar Leute gibt, die ein paar gute Vorschläge haben. Und zum Beispiel auch, habe ich mich total gefreut. Ich hatte nämlich jetzt letztens gerade zwei Spiele geschenkt bekommen von euch. Einmal habe ich vom lieben Zockerherz hatte ich Topeko 5 bekommen und von Gelse habe ich Planet Base bekommen. Erst nochmal vielen Dank dafür. Fand ich total krass. Ich freue mich total über solche Sachen und dann, ja, wenn ihr dann sagt, ja, wie kann man jemanden mit so Kleinigkeiten glücklich machen? Für mich war das überhaupt gar keine Kleinigkeit, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Warum schenkt man einfach jemandem Spiele? Wobei, okay, ich mache das ja auch. Naja, gut, okay. Okay, ich kann es doch irgendwie nachvollziehen. Aber ich habe mich mega gefreut. Ich fand das total cool. Topeko 5 werde ich für mich selber spielen. Vielleicht kann ich es ja später doch nochmal let's playen, aber ich habe nicht so viel Zeit, also nicht so viel Platz, um noch so viele verschiedene Spiele leider zu spielen. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich weiß, dass dann die anderen Spiele einfach drunter leiden müssen. Und ich versuche halt möglichst viel momentan auch von Cities zu bringen, weil ich halt weiß, dass es ganz viele von euch gucken und das Spiel auch einfach super ist. Ich spiele das auch immer noch mit Herzblut, ich mag es total gerne. The Long Dark habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat ein bisschen
abgenommen, aber ich kann ja auch immer relativ wenig darüber diskutieren auf irgendwelchen anderen Seiten. Ich glaube, ich werde bei The Long Dark auch einfach nicht wirklich gefunden. Und es gibt halt auch die Leute, die sich dann für Cities interessieren, interessieren sich meistens nicht unbedingt für The Long Dark. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, scheinbar ein Gegensatz. Für mich persönlich nicht, aber ich glaube so für die Leute, für die Zuschauer, die das schauen, ist es irgendwie nicht unbedingt gleichwertig. Nein, Quatsch, gleichwertig nicht, sondern es ist nicht. Wie heißt das? Ja, entweder man mag das oder man mag das. Bei den meisten. Ich weiß es nicht. Manche gucken es dann vielleicht trotzdem, weil sie vielleicht mich mögen. Aber das ist dann so, scheiße, dann gucke ich das halt. Naja, toll. Was ich nämlich dazu sagen wollte, ist, dass ich Planet Base Let's Playen werde. Das habe ich auf jeden Fall vor. Ich hatte mir das nämlich auch bei anderen Let's Playern schon mal angeschaut und da hat es mir auch total gut gefallen, obwohl es im Weltraum spielt. Ich bin ja nicht so der Weltraum-Fan, das wisst ihr ja eigentlich. Aber das Spiel sah wirklich gut aus und es wird auch total viel Let's Played. Und ich habe aber trotzdem keine richtige Ahnung davon, muss ich sagen. Also ich weiß nicht so, wie der Aufbau ist, sondern ich habe nur eigentlich so einen Spieleindruck. Und das hat mir super gut gefallen. Deswegen bin ich total gespannt darauf, wie das wird, ob euch das gefällt. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben, ob ihr das gut findet oder blöd findet oder ja, was ihr so davon haltet, aber ich werde es auf jeden Fall Let's Playen und dann werde ich mal schauen, wie lange das weitergeht, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viel Zeit dieses Spiel so in Anspruch nimmt, ob man das durchspielen kann, ob das halt auch so ein endlos Ding ist, so wie mit Cities, was man da alles machen kann mit. Ich weiß nicht, ob es Sachen gibt im Workshop, ob man die da runterladen kann, muss ich alles auf jeden Fall nochmal schauen und freue mich schon tierisch darauf, bin total gespannt, was da passiert in dem Spiel. Dann wird es auf jeden Fall auch nochmal ein klitzekleines Unboxing geben zu QWERTY. Die hatten da so eine Aktion bei am Freitag. Das hieß, wie hieß das? Black Friday, glaube ich, hieß das einfach nur. Oh, da bin ich durchgedreht und da kriegt man dann irgendwie T-Shirts zugeschickt. Da konnte man halt für 7 Euro irgendwie T-Shirts kaufen, von denen man aber nicht wusste, was dann vorne drauf ist. Also im Grunde fand ich, war das ja ähnlich wie das, was ich ja mit der Loot Chest und mit dem Loot Raider immer habe, dass ich mich immer nur so tierisch auf das T-Shirt freue. Und das habe ich halt jetzt da gemacht. Dann bekomme ich 7 T-Shirts, glaube ich. 7 oder 8 T-Shirts waren das? Ich glaube 8. 8 T-Shirts bekomme ich auf jeden Fall zugeschickt, von denen ich nicht weiß, was vorne drauf ist. Da habe ich mir gedacht, das könnte ich ja eigentlich mal mit euch dann unboxen quasi. Und dann seid ihr quasi mit dabei, wenn ich die neuen Shirts auspacke. Das hier ist auch übrigens wieder von... Hatte ich das schon mal an? Ich weiß es gar nicht. Hatte ich schon mal an? Ich glaube nicht. Ich wollte ja auch noch das andere anziehen eigentlich von Fallout 4. Naja, jetzt habe ich das an. Macht ja nichts. Das ist auch schön. Wenn ich jetzt hier schon so ein Video mache, dachte ich mir, ich könnte eigentlich ja mal bei euch direkt Danke sagen für die tollen, lieben, netten Kommentare zu meinem Video Du fehlst, was ich ja für meinen Papa gemacht habe. Da habe ich lange dran gearbeitet. Das sieht man eigentlich, glaube ich, auch in den Szenen, weil manche sind im Sommer gedreht und die anderen Szenen, die sind im Herbst gedreht. Das war ein Video, was mir persönlich einfach viel bedeutet hat und ihr müsst euch keine Sorgen machen, es geht mir gut. Ich leide nicht, ich leide wirklich nicht. Akut jedenfalls leide ich nicht. Es ist einfach so, dass man irgendwann ja lernt, mit dem Schmerz umzugehen und ich wollte halt auch eben dadurch sagen, dass man trotzdem nicht weg ist und dass man diesen Menschen nicht vergisst und das war für mich so dieses persönliches Statement, dass ich einfach ihn so verewigen wollte, dass ich mir das halt auch immer angucke. Ich gucke mir das persönlich auch häufiger sogar an, das Video, einfach weil es mich an ihn erinnert. Auch wenn ich das jetzt selber gemacht habe, es erinnert mich trotzdem an ihn und an die Zeit mit ihm. Und es ist schon länger her, deswegen ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es ist wirklich alles gut, aber wenn man halt an sowas denkt, ist man halt auch bewegt und ich bin selber dann auch berührt in dem Moment und ich bin auch immer berührt, wenn ich zum Grab fahre zum Beispiel und ihn da besuche. Es ist halt immer so. Ich bin emotional, das wisst ihr, und das ist auch nicht schlimm. Also es ist für mich auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich weine oder so. Dadurch weiß ich ja, dass ich lebe und das ist für mich eigentlich ein schlimmes und ein gutes Gefühl in einem. Deswegen, ja, es geht mir gut und ich finde es toll, dass ihr so lieb seid und dass ich halt vielleicht manche auch damit berühren konnte, dass ihr das auch irgendwie so ein bisschen aufnehmen konntet, weil für mich ist das halt auch immer noch Trauerarbeit, alles, was man da so leistet. Egal, wie lange jemand weg ist oder, ja, man vermisst ihn halt trotzdem immer. Ich habe ja da nicht überall drunter geschrieben, danke, 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 danke und so, weil ich das einfach unpassend fand in dem Moment, aber ich habe das natürlich sehr wohl gelesen und ich habe das auch wahrgenommen und es hat mich sehr gefreut und sehr berührt, wie ihr auch darauf reagiert habt. Deswegen, ja, danke. Danke einmal jetzt so.
Eine letzte Frage hätte ich dann noch an euch. Was haltet ihr davon? Ich habe das häufiger schon gehört. Ja, Vlogs finden wir irgendwie ganz gut. Macht doch mal irgendwie Vlogs. Und ich würde das eigentlich total... Wie süß meine Katze gerade. Laub! Ich würde eigentlich total gerne mehr Vlogs machen. Ich bin aber nicht so sicher, zu welchem Thema und ob ihr da Interesse habt. Ich weiß nicht, sonst... Gibt es da irgendwie eine Idee, vielleicht, die ihr habt, ob ich dann irgendwie spezielle Themen oder sowas mal machen soll? Ich hatte halt generell mal sowas überlegt, ob ich einfach mir mal ein Thema nehme oder einfach nur ein Gefühl oder sowas zum Beispiel, über das man redet. Die Idee, die hatte ich nämlich auch, es gab irgendwie mal einen Tag bei einer Freundin von mir, die dann allerdings auf Englisch über die ganzen Gefühle dann irgendwie geredet hat in so einem Tag. Aber, oder ich weiß ja nicht, was euch so interessiert. Was interessiert euch denn so? Keine Ahnung, weil mich persönlich interessiert das ja auch. Ich gucke total gerne Vlogs. Ich gucke halt auch einige Let's Plays von euch zum Beispiel, gucke ich einfach nicht, weil mich das Spiel nicht interessiert. Das hat aber nichts mit der Person an sich zu tun, aber Vlogs gucke ich wirklich fast immer. Es sei denn, sie gehen versehentlich irgendwann mal an mir vorbei und ich habe sie nicht gesehen. Das wäre dann doof. Aber das Komische ist, wenn man wirklich so viel zockt oder so viel spielt, dann guckt man nicht mehr, also ich persönlich gucke dann nicht mehr so viele Let's Plays wie vielleicht vorher. Einfach, weil die Zeit gar nicht dazu da ist. Und dann gucke ich mir komischerweise lieber den Menschen an. Was ja eigentlich ein Kompliment ist an euch. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, weil man halt irgendwann übersättigt ist von so viel Eindrücken. Und ich habe ja eigentlich auch noch so viel, was ich so gerne selber auch nochmal in meiner Freizeit, das hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt hier bezahlt werde für, werde ich ja nicht, aber in meiner Freizeit gerne spielen würde. Bohrt da jemand? Ich glaube, da bohrt jemand. Bohrt da jemand? Was ist denn hier mal los? Ich glaube es nicht. Es gibt auf jeden Fall im nächsten Jahr auch noch ein Projekt, was ich dann später nochmal ankündigen werde, auch aus meinem Real Life, wo ich euch dann mitnehmen werde. Und das werde ich aber speziell auch nochmal ankündigen, wenn das dann alles ein bisschen in trockeneren Tüchern liegt und wenn das schon ein bisschen weiter dann gegangen ist. Ich hoffe, da interessiert ihr euch auch für. Und ja, sonst sagt mir doch einfach mal eure Meinung. Ihr wisst ja, ich liebe es, wenn ihr mir eure Meinung einfach entgegenwerft, dass ich ein bisschen was damit machen kann und versuche das dann irgendwie ein bisschen umzusetzen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil ich bin ja immer so tüdelig. Also wenn ihr mir mal irgendwas gesagt habt, was ich machen soll, ich habe das vergessen. Es kann sehr gut sein. Irgendwas war doch mal, irgendwelche Fragen wurden mir doch auch mal gestellt. Scheiße. Ich habe es vergessen. Ihr könnt die gerne nochmal stellen. Ich gucke mir das alles nochmal durch. Ich muss mir nochmal die ganzen Kommentare durchlesen. Ich bin so blöd, es tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Naja, okay, ich glaube, das war es auch schon. Es ist irgendwie ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Aber naja, gut, ist halt auch ein Vlog, ne? Wenn man einmal anfängt zu quatschen. Ich wollte mal, wenn man da einmal schon redet, dann will man halt auch alles loswerden. Vielleicht sollte ich es wirklich häufiger machen, damit ich dann nicht immer so einen langen Vlog machen muss. Naja, ich grüße euch ganz, ganz herzlich von meinem blauen Sofa und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Video und freue mich darauf, wenn ihr ganz viel kommentiert unten und mir eure Infos gibt. Bis dann.